Es war einer von diesen seltenen Abenden, an dem ich mitten in der Natur in einem tiefen Wald saß. Es gab dort keine Uhren und die Zeit schien unendlich. Ich war umgeben von einer kleinen Gruppe von Menschen. Ein Lagerfeuer schützte uns vor der Kälte und der Dunkelheit der Nacht. Und wir rückten alle ein wenig näher zusammen, um von seiner Wärme und seinem Licht etwas abzubekommen. Ich habe mit mir vorher fremden Menschen meine tiefsten Gefühle teilen können und habe aus so viel erfahrenem Leid auch so viel daraus entstandenes Gutes hören dürfen. Denn ich hatte an dem Abend einen Moment, in dem ich mir die Menschen, die um das Feuer herum saßen, anschaute. Einige beobachteten wie ich das Geschehene schweigend und hörten nur zu. Es wurde auch gelacht, Musik gemacht und Tränen sind geflossen. Irgendwie hatte die Nacht schon etwas Magisches an sich. Ob es nun Schicksal war oder nur Zufall, saßen auf jeden Fall neben mir zwei Menschen, mit denen ich mich besonders gut unterhalten habe. Denn wir redeten nicht nur übereinander, sondern wirklich miteinander. Wir blieben die ganze Nacht wach, um unsere Gedanken zu teilen. Wer wir sind, unsere Ziele, Wünsche, Träume, was für uns Leidenschaft ist und unsere besten Witze. Ich glaube, jeder von uns fühlte sich irgendwie langweilig, hatte so seine eigenen Selbstzweifel und Probleme, aber ich konnte auch das Gute in jedem dieser Menschen sehen und erkennen. Denn jeder von ihnen ist eine vollkommen eigene Welt für sich. Und doch saßen wir dort gemeinsam an einem Feuer. Niemand von uns wollte schlafen gehen, denn das würde bedeuten, dass wir uns verabschieden müssten. Und so hielten wir uns gegenseitig wach, beobachteten einen Sonnenaufgang und aßen Schokolade. Irgendwie wollten wir auch miteinander in Verbindung bleiben und deshalb tauschten wir unsere Kontaktdaten aus. Einige Zeit später schaute ich mir dann ihre Instagram-Profile an und was ich sah, das wirkte auf mich so befremdlich, denn ich sah nicht die Menschen, die ich kennenlernen durfte, sondern nur kurze, fast bedeutungslose Momente aus ihren Erinnerungen. Also klar, ich weiß, dass wir uns irgendwann wieder treffen werden, aber ich weiß auch, dass wir uns keine Nachrichten gegenseitig schreiben. So ist es doch immer. In der Zwischenzeit sind sie nur ein weiterer Teil von der wachsenden Zahl an Kontakten in meinem Handy. Kontaktdaten, die mir Türen zu ihren Welten öffnen könnten. Wir sind miteinander vernetzt, aber nur in unserer gemeinsamen Erinnerung verbunden. Denn diese Stunden, die waren echt. Und das kann uns keiner nehmen. Ich sitze hier nun und sehe meine wachsende Liste an Kontakten. Ich hoffe, niemand von ihnen fühlt sich in dieser Realität alleine. Ich tue es manchmal. Es ist so surreal, dass hinter all diesen Profilen und Nummern ein echter Mensch, eine vollkommen neue Welt steckt. Das vergesse ich viel zu leicht. Denn ich und jeder andere ist mehr. Ich denke, ich laufe, ich rede, ich erlebe, ich rieche, fühle, schmecke. Ich sehe, höre und mache mehr, als jemals auf einem Profilbild gezeigt werden kann. Und ich weiß, dass das bei dir ganz genauso ist.